Aluminium und Leichtmetalle. Innovative Werkstoffe der Industrie- und Baubranche mit einzigartigen Eigenschaften. Leicht, korrosionsbeständig, formbar, langlebig und wiederverwertbar. Diese hervorragenden Werkstoffeigenschaften und die vielfältigen Beschichtungsmöglichkeiten erlauben ein hohes Maß an Kreativität, speziell im Fassadenbau. Ästhetik, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit spielen dabei eine maßgebende Rolle. Das heißt, die Leichtmetallkomponenten müssen höchsten Ansprüchen genügen. Zu diesem Zweck werden ihre Oberflächen veredelt. Dieser Prozess erfordert von den Beschichtungswerken ein umfassendes Know-how sowie die Erfüllung vielfältiger Qualitätskriterien. Qualicode, das internationale Qualitätszeichen der führenden Beschichtungswerke. Qualicode steht für qualitativ herausragende Beschichtungen, die ihren Wert bei minimalstem Wartungsaufwand über Jahrzehnte bewahren. Was will die 1986 gegründete Organisation Qualicode? Qualicode normiert die Qualität der Lackierung und Beschichtung von Aluminium im Architekturbereich. Sie vereinheitlicht Arbeitsprozesse und entwickelt sie kontinuierlich weiter. Heute umfasst Qualicode weltweit rund 300 lizenzierte Betriebe, über 13 davon in der Schweiz. Qualicode hat einheitliche Qualitätsanforderungen geschaffen. Für die Produktion der Pulver- und Lackproduzenten genauso wie für die Hersteller von Vorbehandlungschemikalien. Somit ist neben dem Einhalten aller umweltrelevanten Kriterien auch die Nachherstellungsgarantie über Jahrzehnte gewährleistet. Qualicode-lizenzierte Beschichtungsunternehmen sind etablierte, professionell agierende Betriebe. Sie verfügen über bestes Know-how und ein umfassendes Qualitätssicherungssystem. Dank des weltweiten Qualicode-Netzwerks sind die lizenzierten Betriebe für Architekten und Bauherren kompetente Partner. Sie sind mit den neuesten Beschichtungstechnologien und Normierungen bestens vertraut. Qualicode bedeutet für Bauherren konkret mehr Nutzen. Die Bausubstanz bleibt dank konsequenter Einhaltung aller Normen über Jahrzehnte erhalten und dies mit geringstem Wartungsaufwand. Nach dem Motto, es wird nichts dem Zufall überlassen, sind alle Arbeitsphasen klar definiert. Bei der Anlieferung der zu beschichtenden Teile werden diese auf Kratzer untersucht. Ihre Oberflächengüte wird geprüft und protokolliert. Zur Beschichtungsvorbereitung, das heißt zur Sicherstellung der vom Kunden geforderten Farbe und Qualitätsklasse, wird ein Beschichtungsmuster erstellt und für künftige Chargen archiviert. In der AVOR wird jeder Auftrag detailliert vorbereitet. Alle Qualitätskriterien wie Beschichtungsstärke, Beschichtungsklasse und Einbrennzeit werden definiert. Damit sind die Nachverfolgbarkeit sowie eine spätere Wiederherstellung gewährleistet. Jetzt werden die Teile chromatiert oder mit alternativen Methoden vorbehandelt. Anschließend werden sie getrocknet. Die Vorbeschichtungsstärke richtet sich nach dem Schichtgewicht der Konversionsschicht. Die chemische Zusammensetzung der Bäder wird stündlich überprüft, protokolliert und gegebenenfalls korrigiert. In einem aufwendigen Verfahren wird das Spülwasser aus dem Spülbad aufbereitet und in den Prozesskreislauf zurückgeführt. Nun erfolgt die Beschichtung mit speziellen Spritzanlagen, die das Pulver oder die Farbe während dem Aufspritzen statisch laden. Im Verlauf des Spritzvorganges wird die Beschichtungsstärke fortwährend gemessen und mit den Vorgaben verglichen. Vor der vollautomatischen Vernetzung respektive dem Einbrennen wurden die Ofentemperaturen und die Verweilzeiten, sofern nicht vom Lacklieferanten definiert, in der AVOR berechnet. Jetzt kann die automatische Vernetzung gestartet werden. Mittels Farbtonmessinstrumenten werden Farbton und Glanz ermittelt und mit dem geforderten RAL- bzw. NCS-Farbton verglichen. In verschiedenen mechanischen und chemischen Testverfahren wird die geforderte Qualität sichergestellt.
Der gesamte Prozess ist so weit wie möglich automatisiert und wird vollumfänglich protokolliert. Mindestens zweimal jährlich werden Messgeräte, Bäder sowie alle Anlagen, welche die Qualität beeinflussen, vom IFO kontrolliert. Jetzt werden die Teile in einer entsprechenden Verpackung für den Transport vorbereitet. Je nach Wunsch wird zum Fassadenbauer oder direkt auf die Baustelle geliefert. Zur Instandhaltung und Reinigung von beschichteten Fassaden empfehlen wir die Schweizerische Zentrale Fenster- und Fassadenbau. Gütegemeinschaft Reinigung Metallfassaden. Unter diesem Namen zertifizierte Unternehmen garantieren eine optimale und fachgerechte Pflege, was für die Langlebigkeit der Fassade entscheidend ist. Leichtmetallfassaden und Bauwerke sind höchst dekorativ. Sie bieten dank hervorragender Isoliereigenschaften eine optimale Wärmeisolation sowie langanhaltenden Bewitterungsschutz. Konstante Qualität und hohe Farbbeständigkeit über den gesamten Lebenszyklus. Das verleiht Leichtmetallfassaden und Bauwerken im Sanierungs- und Neubautengeschäft weltweit einen hohen Stellenwert. Jetzt und in Zukunft. Qualicode-lizenzierte Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie produzieren gewissenhaft und protokolliert. Gemeinsam mit den Pulver- und Lacklieferanten beraten Sie Architekten und Bauherren kompetent und verbindlich. Das Dokument Produktequalitätsnachweis enthält die Objekt-, Prüfungs- und Produktionsbeschreibung Ihres Auftrages. Mit der ausgewiesenen Lizenznummer ist die vollständige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet. Qualicode. Mit diesem Qualitätszeichen beginnen wir dort, wo andere aufhören.